Was für ein schöner Tag. Seien Sie alle herzlich willkommen geheißen in der Mitte Deutschlands, hier bei uns in Hessen und in Frankfurt am Main, der Stadt der Paulskirche und der Wiege der deutschen Demokratie. Der Umstand, dass wir jedes Jahr unseren Nationalfeiertag in einem anderen Bundesland feiern, ist der bewusste Ausdruck unserer föderalen Staatsordnung. Und so kommt es, dass wir in Hessen und hier in Frankfurt am Main die große Freude und die Ehre haben, das große Bürger- und Einheitsfest zum 25-jährigen Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung mit Ihnen allen gemeinsam feiern zu können. Wir freuen uns mit Ihnen auf diesen ganz besonderen Tag. Aus allen 16 Ländern sind Bürgerdelegationen zu uns gekommen. Und wir hatten die Idee, dass wir schauen sollten, ob es gelingen könnte, ganz besonders viele junge Menschen einzuladen, die 1989 oder 1990 geboren wurden. Ich freue mich sehr, dass in diesen Bürgerdelegationen aus allen 16 Ländern der Bundesrepublik Deutschland ganz viele junge Menschen heute zu uns gekommen sind. Sie haben die Teilung nicht mehr erlebt. Sie haben aber diese 25 Jahre erlebt und Sie sind sozusagen die Boten für das Deutschland der Zukunft. Seien Sie herzlich willkommen geheißen. Meine Damen und Herren, ich möchte vier Persönlichkeiten besonders begrüßen und willkommen heißen, die die deutsche Wiedervereinigung zum Teil erst möglich machten, aber jedenfalls ganz wesentlich mitgestalteten. Ich begrüße mit besonderer Freude den früheren Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Dietrich Genscher, den damaligen Kanzleramtsminister Rudolf Seiters und den damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble und vor allen Dingen den ersten und einzigen frei gewählten Ministerpräsidenten der DDR, Herrn Lothar de Maizière. Seien Sie uns herzlich willkommen. Werden. Ihre Anwesenheit, meine Herren, ehrt uns und es freut uns, dass Sie diesen Festakt mit uns gemeinsam begehen. Einen besonderen Gruß möchte ich auch richten an den Kanzler der Einheit, Dr. Helmut Kohl. Sie wissen alle, er hatte zugesagt, aber seine Gesundheit hat es nicht zugelassen, dass er heute zu uns kommen kann. Ich möchte deshalb von hier aus ihm für seine historischen Leistungen im Namen aller danken und ihm beste Wünsche zur Genesung übermitteln. Mit großer Freude begrüße ich einen Gast, der von weit her angereist ist und dessen Land in mancherlei Hinsicht gerade diesen Tag der Wiedervereinigung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Ich begrüße sehr herzlich den Wiedervereinigungsminister der Republik Korea, seine Exzellenz, Herrn Yong Yong Pyo. Wir freuen uns über Ihre Anwesenheit, Exzellenz, und wir wünschen von Herzen, dass es auch Ihrem Land in nicht allzu ferner Zukunft gelingen möge, beide Korea friedlich wieder zu vereinigen. Seien Sie herzlich willkommen. Meine Damen, meine Herren, Sie sind willkommen geheißen worden von Freya Glier. Sie sprach über die Freiheit. Und es ist mir eine große Freude, nicht nur Freya Glier, sondern eine große Anzahl der Bürgerrechtler aus der ehemaligen DDR heute willkommen heißen zu können. Meine Damen und Herren, Sie alle haben nicht nur die Mauer zum Einsturz gebracht,
sondern auch den Weg zur deutschen Wiedervereinigung geebnet. Auf sie trifft zu, was der große griechische Staatsmann Perikles vor 2500 Jahren sinngemäß so formulierte, als er einmal bezeichnete: Die Freiheit ist das Geheimnis des Glücks, und das Geheimnis des Glücks ist der Mut. Ohne ihren Mut wäre die Freiheit für ganz Deutschland nicht erkämpft worden. Deshalb sitzen Sie heute ganz bewusst hier vorne in der ersten Reihe. Dieser Tag ist besonders auch Ihr Tag. Seien Sie herzlich willkommen. Der Sieg der Freiheit ist niemals selbstverständlich. Im Gegenteil, oft gehen ihm bittere Niederlagen voraus. Ich erinnere an den Prager Frühling, an den Ungarnaufstand und auch daran, dass nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer in China der Wunsch nach Freiheit von Panzern niedergewalzt wurde. Auch 25 Jahre nach dem Fall der Mauer bleibt es ein Wunder, dass diese Einheit ohne einen einzigen Schuss erzielt werden konnte. Meine Damen und Herren, dies ist einzigartig. Dies ist ein Grund zu großer Dankbarkeit und zur Freude. Und diese Dankbarkeit und Freude wollen wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes teilen, aber auch Danke sagen denen, ohne deren Mitwirkung, ohne deren Zustimmung diese deutsche Einheit nicht möglich gewesen wäre. Ich meine unsere europäischen Nachbarn und ich meine die Verantwortlichen, insbesondere in Moskau und in Washington, namentlich Michail Gorbatschow, George Bush Senior. Sie und europäische Nachbarn haben den Weg zur Freiheit geebnet. Ohne Sie könnten wir diesen 3. Oktober so nicht feiern. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, unseren europäischen Nachbarn und den ehemaligen Alliierten ein herzliches Dankeschön zu sagen. Nur so konnte die erste frei gewählte Regierung der DDR und die damalige Bundesregierung in einer historisch großartigen Leistung engagiert, beherzt die Einigung anstreben, vollziehen und nicht nur die Teilung Deutschlands, sondern auch die Teilung Europas überwinden. Nach 25 Jahren dürfen wir mit Freude und Dankbarkeit sagen, dass diese Wiedervereinigung alles in allem gut gelungen ist. Es gab damals keinen Masterplan, wohl durchdacht, zigfach evaluiert und besprochen. Nein, es galt zu handeln, die Chancen zu ergreifen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Das ist uns gelungen. Und Deutschland steht heute als ein starkes, ein wohlhabendes und in der Welt geachtetes Land da. Wir haben Grenzen überwunden in den Köpfen und in des Wortes wahrster Bedeutung. Wir freuen uns zu Recht über den Siegeszug der Freiheit in unserem Land und in Europa. Zur selben Zeit werden in weiten Teilen der Welt die Leidensgeschichten von Unterdrückung, Verfolgung, Krieg fortgeschrieben. Millionenfache Flucht und Vertreibung wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr müssen uns bedrücken und aufrütteln. Viele dieser Flüchtlinge streben nach Europa und insbesondere auch nach Deutschland. Es ist eine Ausnahmesituation, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird und die unser Land verändern wird. Eine Herausforderung, die uns ganz außerordentlich fordert, aber wenn wir sie klug gestalten, nicht überfordern wird. Genauso wie vor 25 Jahren kann es auch diesmal keinen Masterplan zur Lösung all dieser Fragen geben. Aber unsere Erfahrung aus der gelingenden Wiedervereinigung und den vergangenen 25 Jahren hat gezeigt, dass wir die Kraft haben, auch außergewöhnliche Herausforderungen zu gestalten.
Damals musste gehandelt werden, angepackt werden und in der neuen Situation waren alle gefordert. Genauso ist es heute, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich sagen, Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger leisten ganz Außerordentliches. Das, was tagtäglich durch die hauptberuflichen und vor allen Dingen ehrenamtlichen Kräfte zur Aufnahme der vielen Flüchtlinge in unserem Land geleistet wird, ist beispielhaft, ist großartig und verdient unser aller Dank und Anerkennung. Die meisten Menschen, die zu uns gekommen sind, werden bleiben. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit diesen Flüchtlingen sie zu integrieren und aus Flüchtlingen Mitbürger werden zu lassen. Ich habe ganz bewusst zu diesem Festakt eine Gruppe von Flüchtlingen eingeladen, die in den letzten Wochen zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und Ihnen rufe ich zu, meine Damen und Herren, das wiedervereinigte Deutschland ist ein tolerantes und weltoffenes Land. Ich begrüße Sie herzlich hier in Deutschland und lassen Sie uns auf dem klaren Fundament der Werte der Verfassung Deutschlands gemeinsam eine erfolgreiche Zukunft bauen. Seien Sie herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, der 3. Oktober 1990 hat gezeigt, was möglich ist, wenn Freiheit sich Bahn bricht. Dieser Tag bleibt einer der glücklichsten in der deutschen Geschichte. Wir in Hessen und hier in Frankfurt am Main, wir freuen uns darauf, mit Ihnen und Millionen Bürgern in unserem Land gemeinsam zum 25. Mal dieses große Fest zu feiern. Seien Sie herzlich willkommen hier bei uns in Hessen, einem Land, das nicht nur Goethe und die Brüder Grimm, sondern vieles, vieles mehr zu bieten hat. Herzlich willkommen, einen schönen Tag.